Was geht ab, ihr Gang Club Schwoz? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Diesmal wieder Infinite Warfare, aber nicht der Multiplayer, sondern der Zombie-Modus. Und ich bin hier gerade das erste Mal in den Zombie-Modus gegangen und ich dachte, ich gebe euch noch so einen kleinen Einblick vorher. Also es wird auf jeden Fall noch ein Match dann folgen. Für die, die das hier nicht interessiert, die können dann halt ein bisschen vorspulen. Aber hier wollte ich das für die, die die neuen Sachen kennenlernen möchten, dann auch zeigen. Ich sehe den Bildschirm auch gerade zum ersten Mal. Es gibt auf jeden Fall Schicksal- und Glückkarten, wie man oben links sehen kann. Und die sollen den Charakter irgendwie verstärken. Lesen wir uns das mal durch. Wählen Sie Ihr Deck. Wählen Sie 5 Karten aus, die Sie ins Spiel mitnehmen. Verdienen Sie Punkte. Füllen Sie Ihre Anzeige, indem Sie Geld ausgeben und Zombies töten. Füllen Sie Ihre Anzeige. Wenn die Anzeige voll ist, können Sie eine Ihrer verfügbaren Karten wählen. Die Karte aktivieren. Wechseln Sie durch Ihre Karten mit Pfeiltaste oben und unten und drücken Sie L1 plus R1, um die Karte zu aktivieren. Also quasi wie die Superfähigkeit, die man dann aktiviert. Keine Karten mehr. Suchen Sie den Wahrsager und zahlen Sie den Preis, um Ihr Deck wieder aufzufüllen. Okay. Hi. Ich habe keine Ahnung. Wir können uns mal angucken, was das gibt. Ihr Granatenplatz regeneriert sich mit der Zeit. Lassen Sie in der Nähe einen Schreiner Power-Up fallen. Die nächsten 10 Gegner, die Ihnen Schaden zufügen, gehen in Flammen auf. Achso, also ist das dann quasi, ersetzen die quasi die Kaugummis dann? Glückkarten. Oh, bei ihren nächsten 3 Einkäufen werden 30% zurückerstattet. Das ist nicht schlecht. Aber ja, ich habe, glaube ich, von nichts Karten. Oder hat man irgendwie welche vorher? Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal, das... Achso, okay, 4 Guest-Tipps. Das wird man dann sehen. Und Waffenkits. Okay. Hat man hier noch zusätzlich andere Waffen? Wahrscheinlich nicht, wa? Klassisch. Nee, sieht nicht so aus. Okay, bin ich mal gespannt, ob man die dann auch irgendwie hier die Special Editions nehmen kann und was auch immer dann noch. Aber ich finde die Schriftzüge ziemlich geil. Also wie da Volk Dead Eye steht, das kann was. Okay, es gibt auch Zombie-Kisten. Ich öffne mal. Ah, okay, da kriegt man eine Karten raus, oder was? 1-minütende Superman. Oder Superman, nicht Superman. erhalten Sie die Stufe Ihrer Waffe. Ach nee, erhöhen Sie die Stufe Ihrer Waffe 60 Sekunden lang um 1. Okay, die Stufe der Waffe um 1 erhöhen. Okay. Da bin ich mal gespannt. Höhere Chance, dass Power-Ups fallen gelassen werden. Setzen Sie 30 Sekunden lang die Vortex-Kanone mit unendlicher Munition ein. Okay. Ja, ich denke, jetzt wird man noch nicht viel machen können. Deswegen suchen wir einfach direkt mal hier. Zombies in Spaceland. The fun ends when the screams begin. Der Hintergrundbildschirm, Alter. Ach, geil, Alter. Oh, da sitzen sogar Leute im Kino. Okay. Na, ich bin mal gespannt, was der Modus so kann. Also ich den... Gute da. Das kann nicht euer Ernst sein. Im Theme Park jetzt. Irgendwann in den 1980ern. Spaceland Vergnügungspark. 12.30 Uhr. Das andere konnte ich nicht lesen. Aber ich bin mal gespannt, was man hier so machen kann. Kann mich noch nicht bewegen. Lol, das ist das Messer. Das ist das Messer, Alter. Alles klar. Ey, SpongeBob. Okay, Szene 1. Was ist das für ein Scheiß? You dropped a bomb on me. Jetzt hört genau zu. Denn die nächste Runde Gäste schaut schon mit den Hufen im Mitzuspielen. Oh. Auf ihre Plätze. Fertig. Und Action. Okay.
Ich bin eigentlich Zombie-Modus-Profi. Also mit Black Ops 1 habe ich angefangen mit dem Zombie-Modus und Alter, das hat einfach ordentlich geschockt. Ah, okay, also schnell wiederbeleben ist hier wieder am Anfang. Ist eigentlich immer am Anfang, ne? Rutschen kann man auch. Nice. Also ich kann mich im Zombie-Modus ein bisschen aus, nur hier nicht wirklich. Ich frage mich, wir haben einen Wecker als Primärgranate. Wird da angezeigt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Jetzt müssen wir aufstehen. Lol, wie sich unten rechts der Kopf sogar bewegt da. Der Mund, wenn du einen Zombie angreifst oder tötest. Kann man hier irgendwo... Ach du Scheiße. Guckt euch mal die Sachen an, die man da finden kann. N31L, Exquisite, Headcutter, Face Melter, Discord, Shredder, Seticom. Was? Du Scheiße. Ah, lol. Okay, man kann oben oder unten rum. Was ist das? Ah, okay. Ihm fehlt der Kopf. Moment. Hi. Was kann man... Ah, lol. Ich habe gerade irgendwie ein paar Lecks. Habe ich das Gefühl. Erreichen Sie 5 Mehrfachabschüsse, stand da gerade. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht haben soll, aber gut. Ich bin halt Profi. Macht der Roboter da jetzt Zombies weg oder was ist jetzt seine... Ah, nee, Moment, wir sollen... Das ist jetzt unsere Aufgabe. Ui! Okay, da kann man durch. Was ist das? Kartendeck aufhören. Ah, okay, das ist also der Wahrsager. Sie benötigen eine Souvenirmünze. Alles klar. Ich sehe auch unten links habe ich mein Geld. Aber nicht nur mein Geld. Darüber habe ich auch irgendwie Tickets. Keine Ahnung, was die jetzt bedeuten. Also ich bin ein bisschen überfordert. Aber das werden wir alles rausfinden. Hey, was leckt denn das so? So, Mission gescheitert. Nächste Herausforderung konfigurieren. Komm, wir kaufen uns mal eine Waffe. Ich glaube, das wäre so langsam hilfreich. Denn unsere Munition ist leer. Hä, was leckt denn das? Oh, Alter, habe ich mich gerade erschrocken, weil ich gerade nicht auf den Bildschirm geguckt habe. Ich werde mal kurz gucken, dass ich irgendwie verhindern kann, dass das hier jetzt leckt. Habe ich das mal auf dem Handy WLAN ausgemacht. Also eigentlich sollte es bei mir nicht lecken. Okay, maximale Munition habe ich gerade gekriegt. Schnauze. Portalgenerator. 50 Tickets einlösen. Okay, also dafür braucht man die Tickets. Weiß nicht, wenn man dann einfach irgendwo random. Lol, Alter, was ist das denn für einer? Okay, wir könnten jetzt eine Karte aktivieren, aber das will ich jetzt gar nicht. So, ich habe eine Souvenirmünze aufgesammelt gerade. Hä, was leckt das? What the fuck? Moment mal. Das ist ein Scheiß, Alter. Mann, das ist jetzt voll scheiße. Es nervt mich. Ich will jetzt aber auch nicht so lange dann irgendwo rumgurken hier. Oh! Schnauze, Alter. Was bist du denn für ein schönes Teil? Okay, also dafür braucht man Strom. Must be taller than this line. Yay! So. Oh. Lol, unendlich Muni? Nice. Erstmal rumballern, wenn man jetzt was finden würde. Was ist das? Braucht auch Energie.
Jawohl, Alter, endlos Munition, so sieht's aus. Ja, dafür braucht man die Tickets. Okay. Kann man da hochrennen? Ne, schade. Das geht nicht. Da kommen wahrscheinlich Zombies runtergerutscht. So. Kommen sie nicht in den Eliminator. Der Eliminator ist, wenn man am Boden liegt. Das weiß ich aus Ghost. So wurde das da auch genannt. Ist es nicht genug Geld auf dem Konto? Was? Man kann Geld auf dem Konto haben? Erstmal zur Sparkasse gehen, oder was? Dieses Portal hat einen anderen Zugang. Okay, wir brauchen noch eine Souvenirmünze, dann soll irgendwas passieren. Ah, okay, man kann die Herausforderung auch pausieren. Ich weiß nicht, was man da kriegt für die Herausforderung, wenn man die geschafft hat. Es muss sich aber wahrscheinlich lohnen. Denn sonst würde das ja keiner machen, ne? Leuchtet ein. So. Bäh. Das sehe ich ja jetzt erst. Geschütz-Souvenir. Oh, shit. Geil, da hat er jetzt ein Geschütz rausgekriegt als Souvenir. Lol, 80 Tickets. Ich habe 80 Tickets, Junge. Ich finde das echt voll geil, dass man so eine Bierflasche einfach hat, die man so zerschlagen hat. Rang 2, jawohl. Läuft. So, rasier weg den Scheiß hier. Wo sieht man denn? Ah, oben rechts neben der Runde sieht man, wie lange das noch hält, was man gerade hat als Perk. Okay, dann nicht. Okay, das Geschütz rasiert da. Warum leuchtet der? Das sollte ihr Laufspiel verlangsamen. So, erstmal eingesperrt den Sack. Hier war doch irgendwo eine Waffe. Ja, das ist die Iwet, ne? Genau. Die hole ich mir mal. So. Oh. Moment, ich habe hier was gehört. Was ist denn hier los? Alter, was leckt das so? Das ist voll scheiße. Verstehe ich nicht. Was ist das? Ah, das ist eine HVR. Voll geil. Oh, weißt du was? Ich nehme die mal mit. Zeit für Dauerfeuer. Das ist quasi die Zukunfts-UMP. Mal gucken, was sie kann. So, nächste Herausforderung konfigurieren. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Okay, all dead. Boah, Autoscooter, voll geil, Junge. Ich mach hier mal auf. Hoffentlich finde ich in diesem Gebiet etwas Nützliches, das uns ein wenig Raumgewinn verschafft. Ja, das hoffe ich auch. Okay, der braucht Strom. Ich bin weit abgeschlagen von meinem Team. Achso, out of order. Moment, Inventar. Warum sollte ich jetzt... Ja, wir haben den Kopf von dem Typen, aber das bringt mir noch nichts. Das ist Juggernaut. Deine Mutter gehört mir. Wow, Clowns! Nein! Horror-Clowns! Die durch die Gegend tupen, Alter. Ich hasse Clowns. Ich hasse Clowns. Aber die finde ich geil. Okay, hier kann ich theoretisch aufmachen. Was ein Scheiß, Alter. Alter, ich komm nicht drauf klar. Ich hab mal eine Granate geworfen. Was labert der? Okay, ist das jetzt quasi die
der Ersatz für die Hunde oder in Black Ops 3 die fliegenden Dinger. Gut, also bis jetzt sind die nicht sonderlich gefährlich, wa? Oh, Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Was ein Scheiß, Alter. Die halten auch nichts aus, wa? Sind sie da, sind sie weg? So, ich mach mal hier auf. Mal gucken, wo ich hier jetzt hinkomme. Alter, jawohl, das sind Boxen. Ah, maximale Munition. Okay, manchmal braucht man eine dritte Hand. Mächtiger Mampfer. Ah, okay, das ist Eselstritt. Dass man drei Waffen tragen kann. Oh, okay, da liegt einer. Dead. Repulsor für 50 Tickets einlösen. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Aber wir testen es gleich einfach mal. Moment, ich habe jetzt. Funktionieren diese Spiele alle? Ich habe jetzt eine Taktikgranate gekriegt. Ich habe gerade ein bisschen Panik. Wo bin ich hier denn jetzt, Alter? Ich bin in der Spielhalle. Jawohl! Bam, 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 bam. So. Was übrigens sehr hart wäre, wenn die Mucke hier GEMA-Mucke wäre. Aber das hört sich nicht so an. Von daher. Alter, ich glaube, ich werde gleich einen Abgang machen. Alloy, Mag. Ich kann die dann so zurücktrashen. Voll nice. Ich brauche Money, damit ich hier wieder rauskomme. Dafür braucht man Strom. Ich weiß, habe keine Ahnung, wo man den Strom anmacht. So, 25 Volltreffer. 1250 brauche ich. Also habe ich gleich. Dann kommen wir hier auch wieder raus. Hä, wie die einfach noch nicht gar nichts aushalten hier. What? Four Trees, das ist Goldzähne. Lol. Wie heißt der nochmal im Multiplayer? Stahldrache. Wollte mir jetzt echt sagen, dass mir 3 Dollar fehlen. Ach, fickt euch doch alle. Mir fehlen 3 Dollar, ey. Ich werd nicht mehr. Lol, dafür braucht man Energie, als ob man damit spielen kann. What the fuck? Die brauchen alle Energie, damit die funktionieren. Ich frag mich, was man damit machen kann. So. Jetzt kommen wir hier raus. Ich will mal wieder zu meinem Team stoßen. War jetzt genug alleine. Journey into Space. Okay, hier ist wieder etwas. Also mit Tickets kann man sich dann quasi Taktikgranaten und so holen. Und Special Waffen. Will ich da jetzt sein? Lol, der fährt einfach so durch die Gegend. Die fahren einfach so durch die Gegend. Lol. Okay, ich glaube, dann sollte man da nicht drin stecken, wa? Doppeltes Geld. Glücksrad drehen. Okay, man kann das Glücksrad drehen. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, aber. Irgendwie gerade, wo ich alleine war, lief es flüssig. Jetzt leckt es wieder ein bisschen, wo ich hier bei anderen bin. Ich hole ihn mal. Ja, so belebe ich Leute auch wieder. Genauso mit der Handbewegung und alles. Ich frage mich, wieso habe ich 47? Also wo kommen die 7 her? Normalerweise kriegt man immer 10 pro irgendwas. Pro Treffer, pro Pariere repariert oder so, kriegt man immer 10. Kann man da durchgehen? Sieht nicht so aus. Ah, was kann ich hier aktivieren? Portal zu aktivieren. Oh, okay. Sollen wir mal? Sollen wir mal.
Mannschaftsbus ist das auf jeden Fall. Ah, hier sind wir jetzt. Quasi in der Mitte der Map. Okay. Wo ist mein Team? Wo ist... Da hinten. Ach du Scheiße. Wir werden gleich mal hier weiter erkunden, würde ich sagen, oder? Mal ein bisschen hier... Was mitnehmen. Was? 1000. Lol. Mir fehlen 700. Ja, ist natürlich nicht so gut, wa? So, okay. Runde 10. Jawohl. Ey, du. Was ist die Mission? 10 Zombies beim Springen töten. Keine Sorge, Süße. Ich lasse nicht zu, dass einer von uns so endet. So, Souvenirmünze. Und muss man die nochmal hinpacken? Was ist das denn? Eine Missgeburt! Eine Missgeburt! Ah! What the fuck, Alter? Was ist das denn? Warum kam da auf einmal so eine Missgeburt? Gut, dass sie nicht mehr hinter mir her ist, ey. Was ist mit Torso? Okay, man kann ihn auf jeden Fall töten wahrscheinlich. Dann Hitmarker kriegt man, wenn man, glaube ich, auf den Kopf schießt oder so ein Shit. Ey, ihr könnt euch mal um die Großen da kümmern. Ich habe... LOL! Nice. Da kam eine Nuke. Oh lol, man muss das spenden. Alter, das hat 3000 gekostet insgesamt. Ja, das sind wirklich galaktische Preise, Alter. 3000 für eine Tür, ich glaube, das hackt. Okay, da ist diese... Pro irgendwas. Ah, okay, ich bin nicht alleine. Braucht Energie. Ich habe das Gefühl, man kann hier endlos viele Sachen machen. Armageddon kann man sich holen. Ach du Scheiße, was ist Armageddon? Okay, das sind viele Sachen, die man kennenlernen muss. Wir sind hier gerade in einem Souvenirladen. Hier ist auch wieder so ein Portal. Eintritt in den Bereich kostet Geld. Da können Zombies kommen. Okay, er hat da aufgemacht und er hat hier aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, Alter. Okay, das ist wieder das Glücksrad. Ah, lol, das Glücksrad ist also die Maschine. Quickies. Die nennen das einfach Quickies, Alter. Ja. Lol. Kann man... Hey, wer fährt das Ding überhaupt? Fahren wir gleich mal ein bisschen, Alter. Ziele treffen, um Ticket zu gewinnen. Achtung vor den Gefahren. Welche Gefahren? Bist du eine Gefahr? Was ist hier los, Alter? Ich komme nicht klar. Das hört sich an wie mein Magen, wenn ich morgens aufstehe. Boom, ich hole uns mal Ticket. Okay. Ach, scheiße, Alter. Leute, da kommen Zombies. Klaune. Das ist gar nicht mal so leicht hier. Alles alleine zu treffen, kannst du gar nicht. Aber was ich gut finde, man muss nicht nachladen. Alter, die Dinger explodieren ja. Was für Ficker. Wie schnell das fährt. Und dann noch die Lecks dazu. Okay. Alter, das ist gar nicht mal so leicht, hier alles zu treffen. Okay, 13. Habe ich jetzt 13 Tickets? 14, ja, ich glaube. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Boah. Ich glaube, da macht man einen Abgang, wenn man das nicht trifft, oder?
Mach das Schaden, Alter. Ich habe 80 Tickets gewonnen. Oder kriege ich meine jetzt erst? Und die 80 Tickets waren woanders her. Ich habe 80 Tickets geholt, Alter. Bin ja wohl der King. Holy shit, Alter. Fressen aber schon einiges jetzt. Ey, ich bräuchte auch mal eine Waffe gleich. Mal wieder. Eine mit Munition. Theoretisch könnte ich mir sogar schon eine holen. Brauche auch unbedingt was. Zeit für Dauerfeuer. Kann man die auch? Ah, okay, die kann man hier auch umändern. Bläh! Die Mucke, Alter. Ich habe auch noch eine. Okay. Eine Münze noch. Ist hier? Von hier bin ich, glaube ich, damals gekommen, oder? Ja. Von hier sind wir gekommen. Okay, wir haben 110 Tickets. Okay, da sind wir Autobahn gefahren. Nee, nicht Autobahn. Achterbahn, so hieß das. Ich habe eine Münze gekriegt. Wo war der Automat? Links von mir, ne? Da. Herstellung läuft. Genau, was ich gebraucht habe. Laserfensterfalle? Was? Meine Laserfensterfalle zu benutzen. L1. Linke Pfeiltaste reindrücken. Nee, linke Pfeiltaste. Nur gültig bei. Ah, lol! Ich hab da jetzt Laser hingemacht. Lol! Nice! Atombombe! Bam, 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 bam. Okay. Out of order. Scheiße. Ist das der Strom? Moment, Strom ist schon an. Ja gut, gut, dass ich was mitkrieg, die Runde. Wo geht's hier hin? Ne Volk? Alles fürs Volk, was ist hier los? Hier muss man auch bestimmt. Mach mal einen Abgang. Kann man hier irgendwas machen? Kann man bestimmt irgendwas machen später, wa? Oh, da hinten ist das Glücksrad aktiv. Alter Fucker, ist die Map groß. Lol, man kann rutschen. Yay! Geil. Kiste da hinten. So. Ja, dafür, dass es meine erste Runde ist, halte ich ganz gut durch. 110 Zombies getötet. Ruhe. Ich weiß nun nicht, wie ich jetzt zu meinem Kumpel... Na, da. Moin, Leute. Ernsthaft jetzt? Okay, das braucht noch Energie. Also ist Strom doch noch nicht wirklich an, oder? Gibt es dafür extra Energie? Komm, ich aktiviere einfach meine Karte. Scharfschützentreffer sind immer kritische Treffer. Okay, ich weiß zwar nicht, was mir das jetzt bringt, aber... ich brauche vielleicht Munition, sonst bin ich am Arsch. Ich brauche dringend Munition. Komm her. Nehmen wir mal die Vektor. Badaboom. So, Momentchen. Wo ist... Ich will mal zur... Da hinten. Zur Kiste, beziehungsweise zum Glücksrad. Ganz ruhig. Ich glaube, wenn man davon erwischt wird, dann macht man einen Abgang. Sterne Missionsfalle zu benutzen. Okay, will ich jetzt gerade nicht. Ja, ich komme zum ersten Mal ran, Alter.
Das muss nicht unbedingt in die Highlights. Wollt ihr mich ficken? Dann kriege ich eine Sniper. Wirklich? Ja, wirklich? Wow, und er kriegt eine EMC. Voll geil. Warum soll ich... Wird mir angezeigt, dass ich das Inventar drücken soll. Komm nochmal, ich will eine gute Waffe. Ja, okay, damit kann man spielen, denke ich. Wow! 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 Klaune! Nee, Klaune, Clowns! Klaune, Alter. Ich bin auch ein Klaune. So, hoch mit dir. Hoch mit dir. Okay, man kann sich also null bewegen, wenn man jemanden wiederbelebt. Gut zu wissen. Also, du kannst die Kamera drehen, aber dich nicht bewegen. Nicht drum herumrennen um den Typen dann. Okay. Portal zu aktivieren, brauche ich gerade nicht. Ich komme irgendwie noch nicht ganz auf mein Leben klar. Ich werde verfolgbar. Nee, nicht mehr. Ah, okay, hier war ich schon mal. Fluchtgeschwindigkeitsfalle. Schnauze, ey. Okay, da ist Eselstritt. Brauche ich aber noch nicht. Wow. Moment, hinter mir ist noch einer. Ja, ist einer. Okay. So, das haben wir. Das brauche ich nicht mal wirklich. Laden die sich auch auf, wenn man Munition kriegt? Nein. Okay, ich habe also nur noch einen von den Impulsen. Ja, ich würde gerne noch mal zum Glücksrad gehen. DJ ist nicht an diesem Ort. Alles klar. Ja, ist der DJ nicht da, gibt es keine Mucke. Ist halt so, wa? Was sollst du machen? So. Hier ist Glücksrad. Achso, lol, das ist... Die kann man irgendwie schwer auseinanderhalten hier, finde ich. Ja, jetzt kommt Schussverkauf. Wollt ihr mich ficken? Aua. Nein! Nein, nicht! Okay, man sieht da jetzt auch eine Zeit, wie lange man liegt noch. Ah, nein, er liegt auch. 18 Sekunden jetzt noch. Ich messer dich mit meiner Bierflasche. Nimm das. Jawohl, ich habe ihn gekillt. So. Dahin, Alter, nee, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ja, scheiße. Willkommen zur Jenseits... Seelenkluft? Eine Spielhölle? Was zur Hölle soll ich denn hier? Spielen Sie ein paar... Okay, was? Vorher verlassen... Wie komme ich hier jetzt wieder? Ah, Viereck. Was? Ich muss jetzt hier spielen, damit ich mich selbst wiederbeleben kann, oder was? Achso, lol. Den Menschen sollte ich wahrscheinlich nicht abschießen. Was? Zum Fick, Alter. Ich komme hier gar nicht mehr klar. Ich kann mich nicht bewegen mehr. Ah, scheiße, alle sind tot. Ach nee. Okay, zweitletzter, aber naja, war meine erste Runde. Ach, über 30 Minuten überlebt. Holy shit, ey, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Dachte, dass ich irgendwie nach 10 Minuten höchstens weg bin vom Fenster hier.
Erhöht die Ausdauer bis sie verbluten. Schicksalkarte. Oh, nice. Ja, ich krieg hier so ein, zwei Schlüssel. okay. Ja, also. Man muss erstmal reinkommen, auf jeden Fall. Es gibt eine Menge Sachen, die man machen kann. Da durchzublicken, bis man das alles zusammen hat und die ganzen Teile, die man auch irgendwie finden kann. Das waren ja eine ganze Menge. Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht, Zombie. Nein, du siehst mich nicht. Ja, geh mal weiter. Ja, dann da sich erstmal zurechtzufinden, ist am Anfang besonders schwer. Habe ich jetzt kennengelernt. Ja, ich muss mich da ein bisschen reinfriemeln. Lasst mich mal auf jeden Fall wissen, was ihr vom Zombie-Modus haltet. Ja, da streiten sich natürlich die Meinungen. Ich selbst hätte auch lieber etwas, was so in Richtung Black Ops 3 gehen würde, dass du halt, den Mondschädel, what the fuck, dass du halt ein Survival-Only hast und nicht sowas, ja, leicht kindisches, könnte man eigentlich schon sagen, in so einem, Themenpark, in so einem Vergnügungspark. Aber es macht Spaß, das zu spielen. Auch, zur Story kann ich auch sagen, für mich gehört das nicht in COD rein, dass das Zukunft ist. Oh lol, ein Überlebender. Nice kill, dude. Oh lol, der lebt ja noch. Ja, kein nice kill, dude. Ich würde nochmal schießen. Die Story gehört für mich nicht in COD-Setting rein, denn COD sollte für mich keine Zukunft sein. Zumindest nicht in so einer Art Zukunft, dass du da Raumgefechte drin hast und sowas. Natürlich so 10 Jahre weiter oder sowas, wie es in Ghost beispielsweise war. Ich weiß gar nicht, zu welcher Zeit Ghost gespielt hat. Aber dass man sowas Postapokalyptisches hat ein bisschen. Dass du halt in so einem wirklichen Wasteland rauskommst, in so einer Einöde, wo ja halt ziemlich viel Scheiße passiert ist schon. Das finde ich noch in Ordnung, dass man da so ein bisschen was Fiktives reinbringt. Ein bisschen Zukunftsmäßiges, was so passieren könnte halt. Aber wenn sie dann auch noch gesagt haben, soll nicht zu abgespaced sein, das COD, sondern in realistischer Zukunft und dann da Raumfahrtgefechte reinbringen. Ich weiß nicht, ob das da so ein bisschen passt, dass wir da bald hinkommen. Aber naja, dass wir andere Planeten besiegen, ist ja auch noch nicht so, ne? Also, da ist noch ein bisschen Luft hin, bis wir das schaffen, falls wir das überhaupt schaffen. Aber, ja, ich habe euch jetzt den Zombie-Modus gezeigt. Ich bin jetzt bei 41 Minuten, Alter, what the shit. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier. Lasst mich wissen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ich werde den irgendwie im Uploadplan, der nächste Woche startet, integrieren. Wie muss ich noch gucken? Vielleicht eine Runde Zombies dann pro Woche oder sowas. Muss ich mal sehen, wie ich das denn hinkriege. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Tschüss.